Hallo Leute, heute wieder ein Videoblog von mir. Es ist der 12.10.2017, kurz vor 10 Uhr. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video, weil ich nicht weiß, wie viele Leute das auf dem Blog lesen. Aber ja, dann fange ich mal an. Ich darf von 6. bis 8. mit Ronny nach München fahren. Das freut mich sehr, das habe ich auch schon im Blogbeitrag geschrieben. Zuerst war es so, dass ich eine zweite Assistentin mitnehmen sollte. Die hat aber die Erlaubnis der Eltern nicht bekommen. Und dann habe ich nochmal mit meinem Vater geredet, ob ich nicht mit Ronny alleine fahren kann, weil er war eigentlich dagegen und hat aber gestern gesagt, ich kann mit Ronny alleine fahren. Aber wir werden nur zwei Rucksäcke mitnehmen, weil wir ja nur 3 Tage dort sind. 2 Nächte und 3 Tage. Und ja, ich freue mich schon voll drauf und ich hoffe, es funktioniert. Natürlich gibt es bei mir einiges zu beachten, aber das wird sie die nächsten Wochen lernen. Und ich hoffe, wir kommen gut zurecht, weil wir nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, nach London fliegen wollen. Und ich muss erst mal sparen, aber und gucken, ob sich das ausgeht. Aber wenn wir das jetzt in München nicht zusammen schaffen, dann darf ich sicher nicht nächstes Jahr wegfliegen. Ich spare momentan ganz fleißig, weil ich ja in München für Ronny und mich das Hotel bezahlen muss und die Zugtickets, was wir übrigens schon alles gekauft haben, reserviert haben. Wir sind in München im Brunnenhof Hotel und da gibt es sogar behindertengerechte Zimmer. Irgendwie in der Relation kostet das Zimmer für zwei, also ein behindertengerechtes Zimmer für zwei, weniger als die Zugkarte für eine Person, weil ich ja eine hundertprozentige Behinderung habe, muss die Begleitung nichts zahlen. Aber für eine Person ist es in Relation zum Hotel fast teurer als, ja, was ich gerade gesagt habe. Und das finde ich halt etwas unfair, aber ÖBB ist immer teuer. Das weiß ich schon. Mein Gesicht ist jetzt auch schon abgeschwollen. Das letzte Video war ja, habe ich noch so richtig ein Mondgesicht gehabt vom Cortison. Ich habe auch die 3 Kilo wieder abgenommen, die ich zugenommen habe davon. Also sogar noch im Krankenhaus, übers Wochenende. Und ja, heute geht es nachmittags zu meinem Psychotherapeuten. Auf das freue ich mich schon. Mal gucken, wie das so wird wieder, weil jetzt habe ich ihn ja 2 Wochen nicht gesehen. Ich habe nur nächste Woche das Problem, dass Kerstin nicht da ist, außer freitags. Und ich weiß nicht, ob ich da hinfahren soll oder ob ich eine Woche komplett ohne Therapie machen soll. Ich muss das erst mit meinem Vater besprechen. Und ja, meine Eltern haben auch geplant, dass sie die 2 Tage vielleicht wegfahren, wenn Ronny und ich in München sind. Weil im Endeffekt können sie uns eh nicht helfen, wenn irgendwas ist. Und es ist einfach mal eine Auszeit von meiner Pflege und ja, das haben sie sich verdient. Ich bin immer froh, wenn sie Zeit miteinander verbringen und ich nicht störe, weil ich ja für jeden Handgriff Hilfe brauche. Jo. Bei Kerstin war es am Dienstag sehr komisch irgendwie, weil ich habe da gerade am Montag die Haltdol-Spritze bekommen und da bin ich die ersten Tage sehr verwirrt dadurch. Und wir haben zwar Gesprächsthemen gefunden, aber wir wollten dann, also wir haben überlegt, ob wir nach einer halben Stunde aufhören, weil uns nichts mehr eingefallen ist oder irgendwie schon, aber halt nichts Wichtiges. Aber wir haben dann die Stunde fertig gemacht, weil nach Scheibsfahren für eine halbe Stunde Therapie zahlt sich fast nicht aus. Und ich habe mir das Knie verdreht beim
beim Stechen von der Haltungsspritze, weil die Ärztin ist gekommen. Ich war in einem Warteraum und mein Vater hat mich schon aus dem Rollstuhl genommen. Also ich bin aufgestanden zum Spritzen und dann hat sich die Ärztin aber noch mal weggedreht und dann hat sie mir die Spritze gegeben und ich habe nicht mehr stehen können und bin hingefallen und habe mir das Knie und das Sprunggelenk dabei extrem verdreht. Ich habe kurz geglaubt, ich habe mir was gebrochen, weil ich habe das Bein einfach wirklich verdreht und bin drauf gelandet und da kann es ja mal schnell sein, dass man sich's bricht oder so. Jetzt sind nur meine Bänder beleidigt. Ich habe ja schon geglaubt, ich habe einen Bändereinriss. Aber das ist anscheinend nicht so, weil es jetzt besser wird. Langsam. Und heute muss ich sowieso irgendwie schaffen zu gehen, weil der Christoph 5 Stiegen zur Ordination hat. Aber ich werde das schon irgendwie schaffen. Und ja, es wird jetzt besser. Ich habe jetzt 3 Tage Schmerzmittel genommen, weil es einfach so weh tat. Aber jetzt wird es schon leichter. Jetzt hört er meine Nachbarn schneiden. Tut mir leid, der ist gleich wieder fertig. Ich habe momentan keinen günstigen Moment erwischt zum Video machen, aber ich habe gerade so Lust, ein Video zu machen. Und ich glaube, das wird heute das einzige bleiben, was ich auf dem Blog poste, weil ich momentan echt nicht weiß, was ich schreiben soll. Und das ist ja auch ein Beitrag. Aber mal gucken. Sonst, was wollte ich noch erzählen? Ich bin von dem Halthobel immer so verwirrt und vergesse so viel. Das wirkt sich so extrem auf die Hirnkapazität aus, das ist voll arg. Und Nebenwirkungen hat das auch noch. Also das würde ich zum Beispiel als Nebenwirkung bezeichnen. Und das Zittern. Aber ja. Also haben wir gestern recht viel telefoniert mit ÖBB, mit dem Hotel und dann wieder mit dem Hotel und wieder mit ÖBB, weil wir uns dann doch umentschieden haben, dass wir vom 6. bis 8. November fahren und nicht im Dezember, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass im November noch kein Schnee liegt. Naja, größer, ich weiß nicht. Es kann halt sein, dass kein Schnee liegt und dann tut man sich einfach leichter. Und im Dezember hätten wir zwar Christkindlmärkte besuchen können, weil da gibt es einige in München, aber da ist es einfach zu anstrengend, das Rollstuhl schieben, wenn recht viel Schnee liegt und ja, das ist ein bisschen schwierig. Also hoffen wir, dass im November von 6. bis 8. noch kein Schnee in München liegt. Und wenn doch, schaffen wir es auch. Weil jetzt ist alles gebucht und reserviert. Und jetzt müssen wir es schaffen. Und ich freue mich auch irrsinnig drauf, Ronny auch. Und das war jetzt wieder alles sehr durcheinander. Tut mir leid. Ich muss noch ausmachen wegen meiner Zahn-OP, weil meine Zähne kaputt sind. Die obere Reihe komplett, die ist oben schon schwarz und hinten sind auch lauter Löcher. Und das muss in Narkose gemacht werden, weil ich durch die Spastik einfach nicht so ruhig halten kann. Und ich müsste 5 bis 10 Mal zum Zahnarzt und habe irrsinnige Zahnarztangst. Deswegen war ich schon 10 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt. Und also seit ich aus der Schule draußen bin. Und das sind jetzt 10 Jahre. Und ja, ich bin halt jetzt gespannt, weil ich muss einmal hin zum Durchschauen, weil wir einen Heilverfahrensplan brauchen, damit die Krankenkasse zumindest einen Teil der Narkose übernimmt. Und dann muss ich hin zur Operation. Operation mehr oder weniger. Es wird halt eine Narkose gemacht, eine leichte und dann die Zähne hergerichtet. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ich habe irrsinnige Zahnarztangst, aber das ist weniger das Problem, als dass ich schlecht ruhig halten kann und den Mund so schlecht lange offen halten kann. Durch die Spastik und durch DMS. Ja.
sind schon fast bei 10 Minuten. Ich habe total durcheinander geredet. Es tut mir leid, wenn ich euch das stört, aber ich habe jetzt, glaube ich, alles erzählt, was ich erzählen wollte. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Ines.